for revenge. Hey, dude, what are you doing? We gotta go, man. What the heck is wrong with you? Let's go! Come on! Hoch die Hände, Wochenende und damit herzlich willkommen zum Weekly Update hier in Clash of Clans. Ich upgrade derzeit immer noch meine Mauern, aber es sind wirklich nicht mehr viele. Es kann sich wirklich nur noch um Jahre handeln, bis ich hier die letzten Level 7er Mauern auf Level 8 geupgradet habe. Zudem habe ich mir derzeit wunderschöne 220 gut aussehende Bogenschützen gemacht. Diese Bogenschützen, die verhelfen mir dann hoffentlich bis zur nächsten Woche in die Meisterliga 3. Da will ich ja hinkommen. Ich bin mal gespannt, ob ich es noch dieses Wochenende schaffe. Aber dann hoffentlich, oder ich denke mal, auf jeden Fall nächste Woche. So, jetzt kommt mein Kater gerade ins... Was machst du jetzt auf meiner Tastatur? Hallo, ich kann so nicht arbeiten. Stört schon seit Tagen meine Videos. Macht am liebsten. Und genau, gehen wir zum wunderschönen Clan, denn da sind wir derzeit randvoll, 50 von 50 Mitgliedern. Falls ein Platz frei ist, könnt ihr auch hier gerne beitreten, ab 1500 Pokés oder Level 70. Von den Pokalen ist derzeit der beste Schwabbeldick 3, gefolgt vom Bad Monkey, FC Bayern, Jesse. Und dann komme ich habe gesagt, ich will in meinem Clan endlich mal wieder Platz 1 werden. Jetzt hat mir Schwabbeldick geschrieben, das lässt er nicht zu, Daumen farmt auch er jetzt Pokal. Ich bin mal gespannt, wie lange er gegen mich ankommen wird. Er ist derzeit Level 6. Ich bin Level 91, ich bin mal gespannt, ob ich ihn einholen kann und wie dann der Kampf an der Spitze aussehen wird. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Vom Level her ist derzeit der beste Level 129, der gute Timo. Ich kann euch ja mal kurz zeigen, mit 1850 und im Level 129 ist er der beste. Hier dieses wunderschöne Dorf, ihr seht, hier ist wirklich schon viel sehr hoch upgraded. Nein, nicht auf meine Tastatur runter da. Das war nicht ich, das war mein Kater. Jetzt frisst er die Schnur von meinem Mikrofon auf, das ist auch ganz toll. Oh, war ich stehen geblieben? Genau, X-Bogen, Level 4. Hier ist ein X-Bogen, Level 3, also ihr seht ja, die X-Bogen, die sind voll, natürlich seine Goldlager randvoll. Was machst denn du? So, jetzt ist auf meinem Schoß, bleibt da mal schön sitzen. Derzeit vom Level her der Beste der Timo, aber er ist wirklich sehr, sehr dicht, sehr, sehr knapp gefolgt. Denn der gute Jona, der ist derzeit Level 127 vom Level her. Danach kommt dann der, ich glaube, wo haben wir denn? Er ist heute wieder beigetreten. Genau, der El Capone, Level 113 und der QB und danach der Skyfire. Ich denke mal, das sind die 100er, die wir derzeit im Clan hier haben. Es sind wirklich sehr hohe Level. Genau, FC Bayern, den darf man nicht vergessen, derzeit auf Platz 3 hier im Clan, wirklich sehr, sehr nice und ich hoffe natürlich, dass die Level weiterhin steigen und dass natürlich auch meine Pokale steigen. Tonight we dine in hell! Give them nothing, but take from them everything! Cast Clash upgrade ich derzeit meine Relikthalle auf Level 19, mein wunderschönes Mana-Depot auf Level 14, die habe ich ja jetzt erst neu bekommen, mein Gold-Depot auch auf Level 14, mein wunderschönes Gold-Depot hier auf bereits Level 22 und natürlich immer noch mein Rathaus auf Level 21, das dauert ja jetzt schon seit ein paar Wochen so, aber ich kann euch sagen,
nächste Woche in 3 Tagen, 7 Stunden und 45 Minuten, habe ich meinen Radius dann endlich auf Level 21, von Level 21 auf Level 22. Dann habe ich nochmal 10 Mauern mehr. Und die Frage ist natürlich, soll ich dann direkt upgraden, beziehungsweise kann ich es überhaupt? Meine Goldlager, meine Goldebus, die brauchen noch ein bisschen länger. Ich muss dann auf jeden Fall erstmal schauen, ob ich überhaupt das Gold lagern kann. Wenn ich es lagern kann, dann raide ich das Ganze natürlich direkt und upgrade meinen Radius weiter auf Level 23. Zudem interessiert es wahrscheinlich den einen oder anderen, welches Level derzeit mein Kürbiserzug ist. Der ist Level 145 derzeit, genau wie der Eros, also fast genauso 144 ist der Eros. Und das Zelebrieren habe ich diese Woche angefangen auf 6 von 10 hochzuziehen. Also diese Woche die Hälfte habe ich geschafft, das heißt wahrscheinlich dieses Wochenende, Montag, Dienstag, sollte es dann auf jeden Fall auf 6 von 10 sein. 5 von 10 der Eros und die beiden Kollegen, die haben ja am Wochenende, beziehungsweise letzte Woche am Sonntag im Stream, aber sowas von was Cooles gebracht, denn wir waren im Stream und der ein oder andere weiß, dass ich wirklich schon seit Monaten an Welle O hänge. Noch im letzten Stream am Sonntag um 19 Uhr live auf Twitch, übrigens morgen am Sonntag um 19 Uhr ist auch wieder ein Stream, also rentiert sich auf jeden Fall dabei zu sein, denn letzte Woche habe ich es zusammen mit 2 anderen Personen, die ich denke mal morgen auch wieder dabei sind, geschafft, Welle O zu schaffen. O5 habe ich geschafft, den Boss down zu kriegen und direkt danach P. OP, auf jeden Fall, das kann man sagen. Welle O geschafft, Welle P. Derzeit bin ich bei Q3, ich bin mal gespannt. Also wir werden morgen wahrscheinlich meinen Dorfbau so aufbauen im Stream, dass wir dann Q ausprobieren. Ob ich schaffe, das werden wir dann morgen live im Stream sehen. Ich habe mich super gefreut im Stream, also war wirklich wunderbar, feinste Sahne. Und genau zum Stream, da werde ich auch in den nächsten Monaten noch ein Best-of draus schneiden. Das dauert aber noch, da ich da wirklich sehr viel Zeit brauche. Das will ich auch gut machen und Gutes braucht Zeit. Derzeit farme ich aber dann wirklich P und es macht einfach so viel Spaß, 776.000 Erfahrungspunkte zu bekommen, 811.000. Das sind einfach Erfahrungspunkte, die vielleicht meinen Kürbiserzug auf 46 gebracht haben. Ja, ich bekomme die jeden Tag ungefähr ein Level nach oben, das ist nice. Das macht einfach Spaß. So, genau, hier ist der Eros. Hier ist der wunderschöne Eros, noch 144, der Kürbiserzug 146. Es macht einfach riesen Spaß, hier mit den beiden zu spielen und zu kämpfen. Auf meinem amerikanischen Account namens Cyrumin upgrade ich derzeit auch das Rathaus und auch dieses Rathaus wird nächste Woche fertig, also das ist einfach really nice. 4 Days dauert das hier, noch 11 Stunden und 40 Minuten, dann habe ich das Rathaus hier auf Level 19, das wird natürlich sofort dann auf Level 20 geupgradet. Wir haben hier noch einen Hero Altar auf Level 15, bald Level 16, habe ich aber auch eben erst gestartet. Eine Goldmenge, die auf Level 20 geupgradet wird. Ein Mana-Lager, das auf Level 18 geupgradet wird. Und na, wo haben wir es denn genau? Hier die Hero Base, die auf Level 16 geupgradet wird. Damit sind alle meine Arbeiter derzeit hart am Schuften. Und meine guten, wunderschönen Helden sind derzeit hier. Der Kürbiserzug 166, also noch eine Welle, dann ist er 167. Das heißt, den werde ich wahrscheinlich, wie lange wird es noch dauern? Ich sag mal zu 3-4 Wochen, dann sollte er 180 sein. Ich hänge mich da auch derzeit wirklich rein. 7 von 10 zelebrieren ist er schon. 6 von 10 ist aber leider erst der Flat. Der wird aber auch, ich denke mal, in 2-3 Wochen dann 7 von 10 sein. Und ich denke mal, dann kann ich auch hier auf diesem Account hier Welle O schaffen. Beziehungsweise auch dieser Account wird morgen im Stream sein. Auch auf diesem Account werde ich Welle O ausprobieren. Eigentlich hat er ja schon eindeutig bessere Helden als auf meinem deutschen. Also da denke ich mal, vielleicht morgen O5 sollte möglich sein. Probieren wir mal aus. Ich bin gespannt. Ich freue mich drauf. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit beim Weekly Update. Diese Woche ist ja wirklich wieder richtig viel passiert. Ich freue mich aber auch auf nächste Woche, denn da werden ja die 2 Rathäuser fertig. In Cast Clash und Schloss Konflikt, beziehungsweise heißt der Cast Clash Ära der Legenden. Und in Clash of Clans werden wir am Dienstag einen neuen Clankrieg starten, das heißt am Mittwoch dann kämpfen. Ob ich es aufnehmen werde, das muss ich noch entscheiden. Schreibt doch einfach mal unten die Kommentare, ob ihr das Ganze denn sehen wollt, wie wir im Clankrieg die Gegner zerstören oder sie uns zerstören. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf nächste Woche. Da passiert wirklich richtig viel und ansonsten würde ich mal sagen, morgen im Stream um 19 Uhr würde ich mich über eure Aufmerksamkeit freuen. Zwischen 19 und 20 Uhr streame ich meistens dann doch ein bisschen länger. Ihr könnt da live Fragen stellen. Ich werde die
Fragen von euch dann auch live beantworten. Freue mich über jeden, der dabei ist. Und ansonsten freue ich mich, dass ihr auch in diesem Video dabei wart. Und ich freue mich auch, wenn ihr im nächsten dabei seid. See you later. Alligator.